Weiter geht's mit Resident Evil 2, Alter. Wir haben hier ein riesen dickes Problem, wobei wir auch zuletzt die ID-Karte Nummer 3 gekriegt haben. Nun können wir etwas machen. Aber mein Problem ist, wie ihr seht, ich habe 12 Schuss in der Pistole, eine Säurepatrone in Granatenwerfer. Ungefähr, ich würde es jetzt vergleichen mit dem Fakt. Das ist so, als wenn ich in eine Pringles-Soße reingucke und da sind nur noch die letzten Chips drin, aber meine Hand geht da nicht rein. Das funktioniert so nicht. Leute, lasst euch da was einfallen. So, genug Produktplatzierung. Sorry, Leute, nicht, dass hier nachher noch Stress gibt mit Pringles, ne? Könnt mir aber gerne einen Vorrat schicken. So, aber wir gehen hier weiter. In der brutalen Hoffnung, dass hier nichts passiert, Alter. Weil irgendwie sind wir voll im Arsch, ne? Gehen wir da hinten erstmal auf Podest. Und ja, wir haben so ziemlich sehr viel im Revier vergessen. Ich glaube, ich hätte nämlich noch ein Upgrade bekommen für meine MP. Ich glaube, ein erweitertes Magazin. Irgendwo so einen Kommentar gelesen oder eine Nachricht bekommen. Alter, kommt da Ding schon angeswasht? Ja, wir haben uns die ganze Zeit gelassen. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Hurry up, ne? Genau, machen wir Druck. Jetzt liegen hier ein paar Pringles-Krümel rum. Delicious, ne? Nimmt man sich gerne mal ein, zwei mit. Ich weiß aber. Ey, Leute. Also, mittlerweile. Ich habe nicht mal einen Keller, ne? Aber ich will da schon gar nicht mehr reingehen in den Keller. Mach doch direkt. Ja, ist nur einer, der übel misshandelt worden ist. Videokassette. Okay. Können wir uns die überhaupt angucken jetzt? Ey, ich hab meinen mobilen DVD HD Video Ready Kassettenrekorder nicht dabei. Ja. Ich gehe mal mit der Säure vor. Ich laufe langsam, weil ich glaube nicht, dass ich hier Bock habe, gegen Nicker zu kämpfen. Ich hatte nämlich irgendwo auch noch gelesen. Junge, oh, Autosave. Junge, lauf einfach an den Lickern vorbei. Wenn du langsam läufst, hören sie dich nicht. Ich weiß. Aber hört man darauf? Leute, da kann ich wieder dieses überkrasse Gerät benutzen. Hier liegt nichts, aber ich gucke erst nochmal, ob ich hier irgendwie was finde, was ich gebrauchen kann. Ah, das sieht hier übel ruhig aus. Ah, sieht aus wie ein. Oi, weiß ich nicht, Raum. Aber hier wird doch irgendjemand wieder irgendwas liegen lassen haben, oder? Ja, notfalls, wenn gar nichts geht, spritzen wir uns einfach das geilste Kraut, was hier steht, ey. Wieder blau, ist super. Verstehe gar nicht, warum ich jetzt so viel Blaues kriege. Ich habe doch jetzt seit Ewigkeiten nichts mehr mit den Viechern zu tun gehabt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier wieder für ein Murphy rein muss. OSS. Leute. Ohrenvernichtungsmaschine ist das eigentlich. So, OSS. Keine Ahnung, was mache ich hier? Ich bin ehrlich, ich weiß teilweise auch gar nicht, was ich mache, ne? Also. Ich weiß nur, dass das. Ui, da war doch was, oder? Da muss irgendwie übereinstimmen. Aber. Sind wir mal ehrlich, wie. Keine Ahnung, wie das geht. Ui! Perfekt. Ist einfach nur ein bisschen rumgewirbelt, rumgedreht, ne? Soll für mich in Ordnung sein. Ja, übelst das Hacking-Tool. Schlimm ist, wir können das auf einmal so bedienen, als wäre nichts gewesen, ne? Das macht mir viel größere Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht können wir jetzt hier an den Computer gehen und nochmal ein paar E-Mails checken, ja? William Birkins Posteingang. Es ist der Superbiologe, der die Waffe entwickelt hat, der so unglaublich kreativ ist und lässt sein Postfach offen. Schönen Dank. Alles klar. Geben wir erstmal einen geilen Betreff ein. Ne? Ah, okay. Forschung an G wird eingestellt. Da war der ziemlich pissig, ne, der Birkin. Hat gesagt, du kleiner Sack, ich will das Ding aber weitermachen. Ja, Glückwunsch, alles geil. Gute Arbeit gelassen. Ja, jetzt übernehmen die. Er ist übel pissig. Will das Ding natürlich für sich behalten, wenn er dann schon so ein super krasses Teil hergestellt hat. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Birkin die Absicht hatte, dass es eine biologische Waffe wird oder eher, dass es den
Menschen eher so übernatürliche, übersinnliche Kräfte geben soll, muss ich mir selber nochmal reinziehen. Hallo? Oi. Leute. Oh, also zwei Möglichkeiten haben wir hier. Entweder üble Latex-Gangbang-Party oder, oi, MP-Munition, ist erstmal wichtig. Oder wir haben hier auf jeden Fall wieder einen dicken Bosskampf am Laufen. Alter, das sind ja... Erst wirst du nass gemacht und dann kommst du ins Solarium. Leute. Oh. Wenn das Fußabdrücke sein sollen, ist der so gehüpft oder wie? Bugs Bunny, bist du es? Ich bleib hier mal stehen. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder nicht hier. Oh, alles klar. Irgendwie ist der Gang mir ein bisschen zu lang und hier ist alles so breit und das ist doch alles kacke und ich kann hier keinen Knopf drücken und da könnte ich vielleicht runter. Kann ich da runter? Nein. Wolle. Also wenn ich hier jetzt keine Probleme kriege, Abfahrt. Oh, war easy. War doch ganz einfach. Moment, die Pünktchen stehen vor der Anzeige, wie viele Minuten ich noch habe. Eine Sekunde, die muss ich eben hier... Ah, die sind ja eh fast leer, ne? Bis zur Hälfte, weil ich nicht weiter reingreifen kann. Ist leer. Aber jetzt gehen wir rein. Alter Falter, was ist denn hier für ein... Ich muss mal eben gucken, ob wir noch bei Resident Evil sind oder ist das hier schon Dead Space oder wie heißt das? Ich gehe trotzdem mit dem Säure-Ding vor. Eieiei. Also nach rechts geht's irgendwie weiter. Dann gehe ich erstmal nach links. Ist hier ein PC? Forschungstagebuch. Lässt doch jemand erstmal so los. Ja, wir nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor. Entschuldigt bitte, dass ich nicht weiß, was das ist. Wahrscheinlich bis ganz nach unten. Alles klar. Ach, guck mal, das sind die G-Virus-Projekttests anscheinend. Erinnert mich auch ein bisschen an Dragon Ball. Da waren die auch mal in so Dinger drin. Ah, warte, da ist jetzt die Wasserflasche im Weg. Jetzt brauchen wir hier aber irgendwie so einen Stecker. Den haben wir natürlich noch nicht. Ach, da ist natürlich das Dings-Virus drin. Jesu Christi. Ach, das Amulett. Alles klar. Oh, sieh mal an. Okay. Tu's nicht. Oh ja. Hab dich. Bitte nicht Birken, nee, bitte nicht Birken. Ich brauch mal kurz einen Nervositätsschluck Wasser, ne? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das Antivir. Irgendwie übel leicht, ne? So wahrscheinlich eins der größten, teuersten und am höchsten gesichertsten Unternehmen. Gott sei Dank. Das Easy. Antivirus. Easy. Ich muss zurück zu Sherry. Ich glaube nicht, dass ich zurück zu Sherry direkt gehe. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Weil das wirkt ein bisschen auf mich so, als wird jetzt hier ein Bosskampf vorbereitet. Oh, dann nehmen wir noch das Weiße mit. Das kombiniere ich jetzt gleich. Ich weiß aber nicht, was dabei rumkommt. Das Kraut nehme ich mit. Ich habe im Übrigen auch noch ein zweites, dickes Kraut mitgenommen, weil ich irgendwie im Gefühl auch hatte, dass was passieren wird. Und wir speichern auch deshalb nochmal ab. Sollte jetzt ein Bosskampf kommen. Ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich nah vorm Ende. Boah. Kann ich die nicht irgendwo hier angucken, die Videokassette? Ah, das sieht hier nicht so aus, als hätten die einen Kassettenrekorder für mich da mal eben so stehen, oder? Nee. So. Leute, dann packe ich das Ding weg. Packe ich weg. Kombiniere ich. Säure. Ah. Kombiniere ich auch mit dem roten.
Damit ich ein bisschen mehr Inventarplatz habe. So, wir haben auf jeden Fall genug Säurepatronen, die wahrscheinlich super wichtig sind. Und dann gehen wir los in die Richtung. Automatisches Speichern. Leute, ihr wisst gar nicht, wie abgefuckt ich bin. Aber ich glaube, es ist wieder soweit. Sicherheit geht ihr erstmal vor, ne? Und dann gucken wir mal. Boah, ich sehe gar nichts durch die Brille. Wenn ich jetzt rennen sollte, habe ich eine Chance, oder? Alter, der hat hier so... Du warst schon wieder. William. Alter, die hilft uns. Horatia! Geht weg von dem, Alter! Bitte! Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Und dann hat er das Fitnessstudio entdeckt. War ein bisschen pump. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem... Geht da bitte einfach weg! Ja, aber das ist nicht sie! Durch die Tür! Ich mach das! Ei. Tut mir leid, William. Warum? Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Ich bin raus, Jungs. Ich bin, Leute, ich bin raus. Wieso gehen wir nicht durch diese Tür? Leute, jetzt. Brauch jetzt erstmal hier. Und warum ich kann mich gegenfalls erstmal. Boah, Alter, da waren ein paar Füße, aber ich komme nicht mehr klar. Fünf Schuss auf dem Granatwerfer. Keine 80 auf der MP, keine 15 auf der Pistole. Ich habe mehr Kaugummis als Munition. Eine Sekunde, Leute. So. Damit hier eins klar ist. Wir verlieren hier heute nicht. Ich brauche wieder ein paar Kaugummis. Wir verlieren hier heute nicht, Leute. Denn wir haben hier Yogi Löw's Nivea Kriegs Edition. Und wir verlieren hier heute... Scheiße, jetzt habe ich die Scheiße an den Händen. Moment. Wir verlieren hier heute nicht. Damit das schon mal klar ist.
faltenfrei durch die Nacht. Oh mein fucking Gott. Erstmal ins Auge. Ja, du bist am Line. Komm. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, und gegen sein Köpfchen. Kann ich hier... Pistolenmunition nur? Ich hab da irgendwas zum Aktivieren gesehen. Ja, ja, raste du mal aus. Klein erstmal nach, Alter. Eine Granate ist schon mal gut. Alter. Der war übel. Pumpt, der war pumpt, Alter. Wait. Sogar sein ekliges Auge hinten mache ich weg. Leute, ich nehme die... Nein, Nadelkartusche. Ja, egal. Nochmal in sein Äugchen rein. Kann der nicht hier irgendwas kaputt machen? Na gut, gehen wir nochmal auf Pistole über. Am Knie hat er auch noch ein kleines Auge. Oh mein Gott. Ja, geh in die Knie. So, Junge. Weg mit dir. Keine Chance. Ist der down? Ja, der ist down, oder? Nee, Mann. Jetzt baller ich. Boah, der hat ja 430 Augen in der Mitte. Und wieder auf die Kniescheibe. Amateur, Amateur. Oh, ich stehe an der Wand. Oh mein Gott. Eine Granate, die nehme ich gerne mit. Alter Verwalter. Wir heilen uns, aber ich möchte hier mal kurz gucken, ob ich Granaten kombinieren kann. Nein, kann ich nicht. Was machen wir? Wegrennen erstmal. Ui. Junge, das Auge hat übelst den Zuckeranfall. Oh, die werden richtig rot, die Dinger. Ich muss hier erstmal ein bisschen... SLS. Nehme ich womit? Ich glaube, das ist wichtig, wenn er den Move macht, dass man ihn trifft. Sonst wird man übel getroffen. Okay, das ist praktisch ein Tutorial, was ich... Der trifft mich. Ja, der trifft mich nicht. Es läuft so lala. Nee. Ich muss hier noch gucken, wo ich was zum Einsammeln habe. Hatte ich hier hinten noch irgendwie was? Da. Ja, Pistole, die ist scheiße. Wo ist er hin? Mein Gott, der wirft die Dinger auch diagonal durch den Raum, ne? Oh, der ist auf jeden Fall übel fett. Ob ich da so vorbeirennen kann? Ja, das klappt wohl. Aber wir sind schon auf Warnung. Boah, sollte ich das zweite auch schon nehmen? Boah, Leute, das wird eine ganz kritische Sache hier. Ich nehme das besser als mein letztes Kraut. Oi. Oh, Junge. Der hat auf jeden Fall übel die Probleme mit mir. Jetzt geht ran. Komm, lad nach. Komm, zeig mir dein schönstes Auge. Komm. Ich versuche noch. Junge! Nur noch Pistolenmuni. Ich glaube ehrlich gesagt, das wird mal Zeit für eine Granate hier. Gucken
gucken, was da hinten noch liegt. Pistolenmunition. Ich glaube, da wird nochmal Zeit für eine Granate. Oder ich muss nochmal auf die andere Granate wechseln. Ui, wechsel doch auf Granate, okay. Ich werf nochmal eine. Die kommt. Die kommt zu kurz. Oh, ich bin genudelt. Oh mein Gott. Ey, 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 ey. Steh auf, Puto. Okay, okay, wir sind safe, wir sind safe. Leute, einen Schuss habe ich hiervon noch. Da muss ich mir aber einen guten Schusswinkel für aussuchen. Ich habe hier sonst nicht mehr so viele Sachen. Jo, Leute. 11 Munitionsschüsse noch, danach sind wir offiziell munitionslos. Ich frage mich bis heute, wie die auf den Plan gekommen ist, da das eine geile Idee war. Wie das eine geile Idee war, da runter zu gehen, aber... Oh, das... Sollte es... gewesen sein. Leute, wir machen den Cut. Weil ich glaube, das, was hier steht, ist da nämlich Programm und ich bin ziemlich gebuttert. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann.